Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Runde heute Abend hier zur dritten Halbzeit. Nein, das hat nichts mit der Euro zu tun, die da zurzeit stattfindet. Nein, aber in alter Tradition würde die dritte Halbzeit nämlich dann gespielt werden, politisch gespielt werden, wenn zuvor nämlich die Kicker auf dem Platz waren vom FC Bundestag und vom FC Diabetologie. Letztes Jahr musste das Spiel schon ausfallen, in diesem Jahr musste es leider wieder ausfallen, aber ich kann Ihnen zumindest sagen, am Horizont der Silberstreif, im nächsten Jahr findet es, so Gott will, definitiv statt am 21. Juni. Das Datum darf ich Ihnen schon verraten. Ja, die dritte Halbzeit ist das, ich sage schon mal das i-Tüpfelchen. Ich durfte es selbst schon mal vor ein paar Jahren miterleben hier im Zollpackhof, unmittelbarer Nähe des Kanzleramtes. Und wir wollen da natürlich genauso wie die Profis um Christoph Daum, den wir hier schon begrüßt haben, um Thomas Helmer, um Icke Hässler, Ingo Anderbrügge, die alle jetzt schon hier waren und diskutiert haben und gefachsimpelt haben, machen wir das natürlich auch mit unserem Thema, das wir uns heute auf den Zettel geschrieben haben, Corona und Diabetes. Welche Lehren zieht die Gesundheitspolitik für die Prävention? Ja, meine Damen und Herren, wir sind heute in etwas kleinerer, größerer Runde. Bedeutet, wir sind zwar hier unter uns. Ich habe gesehen, wir haben ein paar Zaungäste hier in der Nachbarschaft. Wir sind alle soweit getestet, doppelt geimpft und vierfach geprüft. Also wir strahlen aber diese Sendung aus, diese Veranstaltung. Auf Facebook können Sie uns folgen. Und diese Veranstaltung wird live gestreamt. Und will sagen, Sie können natürlich auch Ihre Fragen uns stellen. Und das sollen Sie auch lebhaft und gerne tun. Und damit Sie so ein bisschen in Orientierung kommen, wo wir heute Abend hinlaufen möchten, möchte ich Ihnen vielleicht so das eine oder andere Stichwort dazu nennen. Sie wissen, dass im Zusammenhang gerade mit Covid-19 die Arztbesuche zum Beispiel in den letzten 16 Monaten stark zurückgegangen sind. Das hat sich denn im vergangenen Jahr so ein bisschen wieder normalisiert, so etwa ab Mitte des zweiten Quartals. Im dritten Quartal wurde es denn schon besser. Aber das ist ein Umstand, den man zur Kenntnis nehmen muss, aus Angst, sich mit dem Virus zu infizieren. Wir werden heute auch darüber diskutieren, was sind denn so die Lessons learned, wie die Fachleute sagen, was sind die Erfahrungen, die wir mitnehmen für die Zeit nach Covid-19 und vor allen Dingen, welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt schon etwa über die nationale Diabetesstrategie hier jetzt nochmal ein bisschen PS auf die Strecke zu bringen, und zu verhindern, dass es letztendlich nur ein Papiertiger wird, wie kürzlich noch behauptet wurde. Vielleicht steckt sogar mehr dahinter. Auch darüber wollen wir mit Ihnen heute Abend sprechen. Last but not least geht es dann natürlich um das Thema Digitalisierung, wie digitale Devices, Wearables etc. pp. Durchaus hier eine Option bieten können, hier die Diabetiker stärker auch in ihrer Therapie zu unterstützen, wobei es hier ein ganz enges Zusammenwirken zwischen den Patientinnen und Patienten und den Ärztinnen und Ärzten natürlich geben muss. Also das Thema Prävention spielt auch für uns heute eine große Rolle. Und das machen wir nicht alleine, sondern mit meinen Gästen hier. Ich darf Ihnen ganz herzlich zu meiner Linken begrüßen, Frau Dr. Kirstin Kappert-Gondert. Sie ist bei den Grünen Sprecherin für Drogenpolitik, aber auch für Gesundheitsförderung, das schon seit 2017. Sie ist bei den Grünen dort auch im Ausschuss oder sitzt für die Partei im Ausschuss für Gesundheit. Herzlich willkommen, Frau Kappert-Gondert, und ist von Hause aus Psychiaterin und Psychotherapeutin. Das sollte an der Stelle erwähnt sein. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße den gesundheitspolitischen Experten der SPD und Epidemiologen, Professor Karl Lauterbach, der, wie Sie heute Abend erfahren werden, nicht nur Covid-19-Spezialist ist und Experte, sondern sich auch um das Thema Diabetes weiß, uns das eine oder andere zu sagen, vor allen Dingen von der Interaktion zwischen einerseits der Infektion und andererseits der chronischen Erkrankung. Super, dass Sie heute Zeit gefunden haben, hier vorbeizuschauen. Ich muss Ihnen von vornherein sagen, er muss dann aber auch um 20.30 Uhr schon leider wieder gehen. Deshalb werden wir einen größeren Gesprächsanteil mit Ihnen zunächst verbringen, bevor wir dann weiter die Diskussion öffnen. Ich begrüße Dietrich Mohnstadt, lange, lange Zeit derjenige, ich darf das mal so salopp sagen, der einfach nur genervt hat, damit diese Diabetes-Strategie wirklich mal realisiert wird. Und das ist sie ja letztendlich zumindest politisch beschlossen im vergangenen Jahr, Herr Mohnstadt. Sie waren einer der Treiber schon seit Jahren, sind selbst Diabetiker. Typ-1-Diabetiker, sind aber für die Union zuständig für den Bereich
AG Gesundheit der Unionsfraktion, etwa für die Medizinprodukte, für Diabetes und für den Bereich Adipositas. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße in unserer Runde Kai Svoboda, stellvertretender Vorsitzender der IKK Klassik. Ich darf Sie zitieren mit dem Wort: im Zusammenhang, den Worten müssen Taten folgen. Angesichts des pandemischen Ausmaßes, das die Ausbreitung des Diabetes anzunehmen droht, wäre jetzt weitere Verzögerung fatal. Das waren Ihre Worte. Schön, dass Sie da sind, Herr Svoboda. Ja. Und dazu dann gleich mehr. Professor Danne diskutiert mit uns. Er ist Facharzt für Diabetologie am Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult in Hannover. Ja, und da ist meine Frage dann an Sie nachher. Stimmt es, dass die Zahl der adipösen bzw. übergewichtigen Kinder in Corona-Zeiten möglicherweise zugenommen hat? Fragen wir Ihnen gleich. Ja. Schön, dass Sie da sind. Und schließlich und endlich komplettiert unsere Runde Dr. Jens Kröger, der Vorstandsvorsitzende von Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Dr. Kröger ist niedergelassener Internist und Diabetologe im Zentrum für Diabetologie Bergedorf, mit seinen Partnerinnen dort die Praxis unterhält. Eine Schwerpunktpraxis ist es, und da werden wir natürlich auch sehr, sehr viel von ihm natürlich erfahren, was sich in der Zeit dort in den letzten Monaten, 16 Monaten abgespielt hat. Schön, danke für die Einladung. Guten Abend. Wir starten natürlich mit Professor Lauterbach, und der so als, ja, eigentlich bei jedem Medium eigentlich auf dem Zettel steht, als Fachmann. Und das in den letzten Monaten umso mehr. Ich zitiere: der Pessimist der Nation, hieß es dann recht schnell. Dumm an der ganzen Sache war nur, dass seine Prognosen im Wesentlichen eingetreten sind. Bedauerlicherweise, muss man ja nun schließlich und endlich sagen. Nun, Herr Lauterbach, mit Blick auf unser Thema: wieso ist Covid-19 für Diabetiker besonders gefährlich? Und wenn ja, gibt es dazu entsprechende Studien? Wen soll man sonst fragen als Sie? Bitte. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Die Antwort ist leider dreimal ja. Zum einen für diejenigen, die Diabetiker sind, und insbesondere diejenigen, die Diabetiker sind und also Begleiterkrankungen haben oder wo der Diabetes nicht so gut eingestellt ist, ist der Verlauf der Covid-Erkrankung schwerer. Das ist unbestritten, das hat man also in diversen Studien gesehen. Das haben insbesondere in UK, also in England, die ONS-Datensätze gezeigt. Konnte man relativ klar belegen, dass die also schwereren Verläufe bis hin zu Beatmung, bis hin zu ECMO-Versorgung, bis hin also Sterblichkeit, dass einfach ein größeres Risiko ist. Das betrifft nicht jeden Diabetiker gleichermaßen, sondern es spielt eine große Rolle, ob Begleiterkrankungen da sind und ob der Diabetes gut eingestellt ist. Somit also ein gut eingestellter Typ 1 Diabetiker, der hat nicht automatisch ein erhöhtes Risiko, aber ein Typ-2-Diabetiker, der gleichzeitig vielleicht etwas adipös ist und insbesondere da eine Hypertonie hat, der hat ein deutlich höheres Risiko. Wahrscheinlich vermittelt sich also in dieser ersten Gruppe, wo der Verlauf dann schwerer ist, der größte Teil des zusätzlichen Risikos sogar über die Hypertonie. Also offensichtlich, es gibt also nach wie vor eine Unterschätzung, wie wichtig Hypertonie ist für den Verlauf dieser Erkrankung. Das ist im Wesentlichen eine Erkrankung, die auch die Gefäße betrifft, und also die durch die Hypertonie vorgeschädigten Gefäße also führen zu einem fulminanten Verlauf, und davon sind auch Diabetiker betroffen. Somit das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, das sind diejenigen, die Prädiabetes haben oder eine Veranlagung für Diabetes ohne Prädiabetes, wo sich dann durch die eigentliche Covid-Erkrankung der Diabetes also ausprägt, der dann beginnt quasi. Weiß man nicht genau, woran das liegt. Es gibt zwei Theorien, das ist nie richtig geklärt worden. Die eine Theorie ist die, dass das also über die Stressreaktion des Körpers ist, dass die Steroide, die körpereigenen Steroide, die freigesetzt werden, dass das dazu führt, dass also der Prädiabetes zum Diabetes wird. Es ist auch denkbar, es gibt eine fulminante Antikörperreaktion, wenn Covid im Körper beginnt, dass diese fulminante Antikörperreaktion ebenfalls die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse betreffen, sodass es also unklar ist. Aber es gibt eine Gruppe, die sozusagen eine Veranlagung für Diabetes haben oder prädiabetisch sind, die dann, wenn die Covid-Erkrankung stattfindet, übergehen in einen Diabetes. Und da gibt es diese zwei Möglichkeiten, dass das die Stressreaktion ist
oder die Antikörperreaktion. Und die Stressreaktion, die hätte dann eine gewisse Ähnlichkeit sogar mit dem Gestationsdiabetes. Also man kann sich das, also es gibt die Theorie, dass der Gestationsdiabetes ähnlich verläuft wie der durch Covid verursachte Diabetes. Und dann gibt es eben also die dritte Gruppe, wo erneut also Diabetiker betroffen sind. Und das sind einfach diejenigen, die nach einer längeren Erkrankung mit Covid einfach in die Situation kommen, dass dann also der Körper nicht mehr in der Lage ist, also ein Gleichgewicht herzustellen, wie es also benötigt wird, damit ein Diabetes ausbricht. Quasi eine protrahierte Stressreaktion. Und das kann fast jedem passieren. Das beobachtet man in der Klinik, beispielsweise sogar bei ECMO-Patienten. Also wenn jemand lange unter einer solchen Stressreaktion gelitten hat, dann kann selbst eine relativ normale Bauchspeicheldrüsenreaktion, die kann dann erschöpft sein. Ich nenne das einfach mal den Erschöpfungsdiabetes, wo der Körper dann nicht mehr in der Lage ist, das zu leisten. Kann man jetzt schon so weit gehen, Herr Lauterbach, dass man eine gewisse Assoziation sieht zwischen den nicht stattgefundenen Arztbesuchen? Sie haben jetzt gerade im Prinzip die ganze Liste der Komorbiditäten aufgezählt. Und da ist ja die Frage, inwiefern haben wir hier eine Situation, die wir jetzt noch gar nicht einschätzen können und die wir erst vielleicht mit einer gewisser Zeitverzögerung erst feststellen. Und kurze Zusatzfrage dazu, es wäre ja interessant, hier gerade auch unter den Beobachtungen bei den Long-Covid-Fällen zu untersuchen, was spielt sich oder was hat sich in diesem Zeitraum abgespielt. Klar, also wir zunächst einmal fangen wir mit den Long-Covid-Fällen an. Tatsächlich ist es so, dass die Long-Covid-Fälle ebenfalls nach der stattgefundenen Covid-Erkrankung in den darauf folgenden 6 Monaten ein deutlich erhöhtes Risiko haben, einen Diabetes zu entwickeln. Also wenn man aus der Krankheit raus ist in dem Sinne, dann ist tatsächlich, also man hat dann ein erhöhtes Risiko, entweder eine atherosklerotische Komplikation zu entwickeln. Das kann vom Herzinfarkt über einen ischämischen Insult gehen, über Ischämie, also der Koronarien. Das ist die erste, und eben auch eine deutlich erhöhte Inzidenz nach der eigentlichen Covid-Erkrankung von Diabetes, und zwar Typ-2-Diabetes. Das muss beachtet werden. Und davon werden wir halt noch mehr sehen, weil wir halt in der dritten Welle nochmal eine große Welle gehabt haben. Da werden wir das beobachten, und das sieht man hier übrigens in England. Die besten Daten dazu sind erneut aus England. Was aber auch von Bedeutung ist, wir haben natürlich in der Covid-Zeit haben wir uns viel weniger bewegt. Kinder sind übergewichtiger geworden, Erwachsene sind übergewichtiger geworden. Wir haben also weniger gute medizinische Routineversorgung gehabt. Das heißt, da kommen auch neue Diabetesfälle. Das ist etwas, wozu Herr Danner sicherlich besser qualifiziert Auskunft geben kann, aber da bekommen wir auch noch ein Problem, weil eben Bewegungsarmut, Gewichtszunahme und auch eben das Versäumen von Arztterminen zusammenkommen. Da werden wir auch noch, da werden wir auch mehr Diabetes haben. Herr Lauterbach, mit der Bitte um eine kurze Antwort, dann kümmern wir uns nämlich just um diesen Bereich der Prävention nämlich kümmern. Nämlich, wenn wir das dann alles mal zusammennehmen, dann gibt es ja wirklich, dann würde ich dann Herrn Swoboda auch zitieren wollen, eigentlich gar kein Zurück mehr. Wir müssen jetzt handeln, um Schlimmeres möglicherweise dann auch zu verhindern. Aber Ihre Aussage dazu, wenn wir die Situation jetzt so haben, wie wir sie haben, wir reden über Delta-Mutationen und gefährliche Infektionen, die zunehmen. Wir haben im Vorgespräch gesehen, wie hochinfektiös diese Delta-Mutante sein kann. Kurze Frage, würde es dann auf jeden Fall jetzt indiziert sein, Ihren Kollegen in der Praxis zu empfehlen, wenn du die Wahl hast, du hast hier einen Diabetiker und du hast hier einen, der seinen Routine-Check-up macht, auf jeden Fall immer zuerst den Diabetiker zu impfen? Herr Vandenberg, das ist auf jeden Fall so. Das ist auf jeden Fall so. Also ich bin ja selbst auch Impfarzt und also es ist ganz klar, wir müssen also Menschen mit Diabetes und auch mit den Vorstufen von Diabetes müssen wir bevorzugt impfen. Die müssen Priorität haben, das ist gar keine Frage. Und gerade wo wir jetzt also nochmal vor der Delta-Variante stehen, kann man da nicht ins Risiko gehen, das ist ganz klar. Ich appelliere daher an alle, die also Diabetiker sind oder Prädiabetes haben, sich impfen zu lassen, und diejenigen, die vorstellig sind, wir müssen als Ärzte da ganz klar die Priorität sehen. Diese Menschen müssen vorgezogen werden, das ist gar keine Frage,
gehören mit zu den Risikogruppen. Ich habe eben schon eingeschränkt, ein sehr gut eingestellter Diabetes, bei Typ 1 Diabetes, da kann man, aber selbst dort würde ich mittlerweile klar zur Impfung raten und alle anderen, also das sind ja die allermeisten in dem Sinne, sollten Priorität haben, ganz klar. Bis dahin vielen Dank. Herr Dr. Kröger, was hat da stattgefunden im letzten Jahr? Eine Situation, von der wir alle überrascht waren mit dem Lockdown Mitte März und dann haben wir die Situation, dass natürlich die, auch durch die Diskussion, die öffentliche Diskussion geführt wird, doch sehr zurückhaltend sind, nämlich die Praxis des Arztes aufzusuchen, also die Praxis des niedergelassenen Arztes aufzusuchen, wo es einfach vielleicht sinnvoller gewesen wäre, nochmal den HbA1c oder einen anderen Wert zu justieren bzw. kontrollieren zu lassen. Wie haben Sie das als niedergelassener Arzt erlebt? Naja, wir waren ja am Anfang alle so ein bisschen in Schockstarre, nicht? Ja. Und es kam ad hoc und es war dann zunächst auch erstmal wichtig, auch zu sagen, wer hat ein besonders hohes Risiko. Also am Anfang hat das RKI-Institut gesagt, alle Diabetiker. Das hat natürlich alle Diabetiker, wir haben 8 Millionen zurzeit, ja, unheimlich besorgt. Und in dem Moment mussten wir natürlich erstmal sagen, wer hat wirklich das höchste Risiko? Und so wie Sie es gesagt haben, sind es einfach die Menschen, die andere Nierenerkrankung, Herz-Kreislauf-Erkrankung hatten, eine instabile, schlechte Glukosestoffwechsellage, so Cut-Off momentan nach RKI, da so 7,5 HbA1c und höher. Das heißt, wir mussten da auch den Menschen auch Mut zusprechen, ja, die eine gute Stoffwechsellage hatten. Ja. So, und dann hat sich aber ganz schnell herauskristallisiert, dass wir den Menschen einfach, dass wir nah bei ihnen sein müssen. Ja. Und da kam uns natürlich die Digitalisierung entgegen. Und ich kann Ihnen sagen, viele haben dann Videosprechstunde gemacht. Deswegen ist das, finde ich, auch ein ganz wichtiger Parameter, den wir auch nach der Pandemie fortsetzen sollten. Wir haben Videoschulungen gemacht. Alleine, wenn wir uns Digitalisierung angucken, wenn wir uns angucken, kontinuierliche Glukosemesssysteme, die gerade bei Menschen mit Typ 1 Diabetes eine große Rolle spielen. Und stellen Sie sich mal vor, die haben jetzt dieses System bekommen und die kriegen keine Einführung. Ja? Das heißt, diese Videosprechstunden, Videoschulungen, und da ist auch meine große Bitte auch, dass wir das in der Versorgung halten. Ja, und dass wir auch Videosprechstunden nicht begrenzen. Diese Möglichkeiten müssen wir weiter nutzen, auch später. Denn das war etwas, wo wir viel bei vielen Menschen bleiben konnten, aber natürlich nur bei denen, die wir kannten. Und ich kann Ihnen von vielen Patienten sagen, meine Patienten, unsere Patienten, die konnte ich betreuen. Wenn die nicht gekommen sind, dann haben wir sie per Videosprechstunde betreut. Aber andere kannte ich nicht. Und wir haben sehr viele vorläufig gesehen mit Patienten, die kamen mit HbA1c-Werten von 12, 13, 14, die eben nicht hingegangen sind und sich nicht haben versorgen lassen. Da würden wir gerne noch, bevor wir das Thema Digitalisierung sicherlich noch mal auch in unserem letzten Drittel noch mal vertiefen wollen, würde ich gerne noch an Professor Danner auch die Frage richten, was er bei den Kindern erlebt hat. Ich meine, Sie haben die Zahl genannt von 8 Millionen Diabetikerinnen und Diabetikern, von denen wir ausgehen. Die Frage, die Zahl der Unentdeckten, 1,5 bis 2 Millionen, die es gibt, eine relativ hohe Dunkelziffer. Ja. Naja, und als dritte Zahl, wenn man den Hochrechnungen vertraut, was das Jahr 2040 möglicherweise bringt, wenn wir jetzt nicht intervenieren, landen wir wahrscheinlich bei 11,5 Millionen. So steht es ausgewiesen, die Berechnungen im Geschäftsbericht der Deutschen Diabetesgesellschaft. Aber Herr Danne, zurück nochmal zu meiner Frage. Was ist da mit den Kindern auch passiert in der Zeit, gerade auch im Kontext mit Diabetes und Adipositas? Ja, also man kann ja sagen, dass die übergewichtigen Kinder von heute natürlich die Diabetespatienten von morgen sind. Und insofern ist das, was bei Corona passiert ist, etwas ganz Furchtbares. Durch die ganze Situation von Homeschooling und Lockdown ist das Übergewicht an Adipositas bei Kindern erheblich zugenommen. Es gibt dazu Daten von Umfrage von über 1000 Eltern, die eben berichtet haben, dass eben in 38% der Familien die Kinder sich weniger bewegt haben. Ich glaube, das ist noch eine niedrige Zahl. Ich finde am eindrucksvollsten die Zahl der Schuleingangsuntersuchungen. Ich habe Ihnen das mal mitgebracht hier aus Niedersachsen. Das sieht man wahrscheinlich sogar auch von der Ferne, wie also in den Jahren das zwar ein bisschen angestiegen ist und jetzt durch Corona sozusagen. Zu den Schuleingangsuntersuchungen muss jeder kommen, da gibt es keinen Bias, das ist angestiegen von 9 auf weit über 13%. Und was auch noch schlimm ist, was auch noch zugenommen hat, ist die Mediennutzung natürlich. Mehr als 2 Stunden Mediennutzung hat jetzt 7% aller Kinder, früher war das 4,1%. Wie viele Kinder haben einen eigenen Fernseher im Kinderzimmer? Das ist auf 12,5% angestiegen. Natürlich, die Eltern wussten sich nicht zu helfen. Und wir wissen alle, wie Medienkonsum natürlich Übergewicht und solche Sachen auch nochmal beflügelt. Wir müssen also dringend uns um diese Kinder kümmern. Denn wenn wir jetzt sozusagen das Rad nicht zurückdrehen, und das kann man machen,
machen. Also man kann Adipositas-Schulung machen, man kann Kindern helfen, da auch wieder aus diesem Kreislauf herauszukommen. Dann haben wir mit einer gewissen Verzögerung noch ein Riesenproblem. Kurz einen Moment zum Luft holen, weil ich habe hier eine Frage reingestellt bekommen, die sehr gut, glaube ich, gerade dazu passt, von Stefanie Haag. Sie schreibt, wie können wir es schaffen, Typ-2-Diabetes mit Ernährung und Bewegung vorzubeugen, ohne, und jetzt kommt, wie ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, ohne Übergewicht noch weiter zu stigmatisieren und noch schlimmere mentale Folgen für die Menschen zu schaffen. Ich glaube, wir müssen einfach umdenken. Das ist ja ein Familienproblem, wenn wir jetzt von den Kindern sprechen, nicht wahr? Und ich glaube, wir müssen den Familien helfen, aus diesem Problem herauszukommen. Das ist ja nicht ein reines Bewegungsproblem oder ein reines Ernährungsproblem. Das ist ja ganz häufig eben ein Problem, wo man die Familie mit einfachen Ratschlägen dazu bringen kann, manche Sachen umzudrehen, also zum Beispiel wieder gemeinsam zu essen, nicht vor dem Fernseher zu essen. Lauter solche Sachen müssen eintrainiert werden. Und das kann im Grunde wieder nur ein multidisziplinäres Team. Und dafür ist unser Gesundheitssystem noch nicht ausreichend ausgerüstet, dass man diese zertifizierten Schulungsprogramme wirklich einerseits, da gucke ich natürlich bei den Kostenträgern rüber, sozusagen auch honoriert und eben auch fördert. Ja, Kostenträger ist das Stichwort. Die Leistungsausgaben der EKK Klassik, gerade für diesen Bereich, sind relativ hoch. Aber wir haben eben ja schon so ein bisschen diskutiert und gesagt, das wäre, glaube ich, zu kurz gesprungen, wenn man nur rein die ökonomische oder fiskalische Seite und die Kostenseite dabei betrachtet. 20%, das ist immerhin ein dickes Brett. Sie haben roundabout 3,2 Millionen Versicherte in der EKK Klassik. Nun ja, wenn ich das so salopp formulieren soll, jeder müsste doch jetzt eigentlich den Schuss gehört haben, dass es in Sachen Diabetesprävention vorangehen muss. Wie ist die Sicht des Kostenträgers dazu? Naja, also genauso wie Sie es gerade beschrieben haben, Sie hatten mich ja eingangs auch schon mal zitiert, dass es höchste Zeit wird, dass man zum Beispiel eine nationale Diabetesstrategie beschließt. Und das lässt sich nicht nur auf die Kosten reduzieren. Ja, die Kosten sind immer das eine. Aber natürlich, wir haben 10% unserer Versicherten sind an Diabetes Typ 1 oder 2 erkrankt, sind aber so krank, dass sie quasi für die Behandlung ihrer Krankheit, dass wir 20% unseres Haushaltes dafür benötigen, über 2 Milliarden Euro. Und von daher sind wir ja schon lange Partner von diabetes.de und haben auch eigene Versorgungsprogramme aufgesetzt, ja, sowohl in Präsenz, da geht es um Eltern-Kind-Wochenende, da geht es für Seminare für neuerkrankte Diabetiker, aber auch stationäre Aufenthalte, wo der Gesundheitsstatus geprüft wird und die Medikamente unter Umständen neu eingestellt werden, aber auch telemedizinisches und digitales Angebot, was uns jetzt in der Pandemie natürlich ein Stück weit geholfen hat. Denn wie Kollege Lauterbach schon angemerkt hat, Diabetes und Corona beeinflusst sich ja gegenseitig negativ durch die Lockdowns. Keine Bewegung, sprich Gewichtszunahme der Kinder, deswegen mehr potenzielle Diabetiker, die dann, wenn sie an Corona erkranken, auch noch schwerere Krankheitsverläufe haben. Von daher war das natürlich für die Prävention eine ganz schwierige Zeit und wir sind froh, dass wir digitale Angebote haben, wobei die natürlich nicht alles ersetzen können, aber man muss es so gut es geht eben nutzen und von daher sind wir da, genauso wie Sie es eingangs gesagt haben, natürlich ein großer Befürworter, dass da jetzt gehandelt wird und wir reden ja im letzten Jahr ganz viel über Pandemien. Und es wurde auch schon gesagt, wir haben 8 Millionen Diabetiker in Deutschland, wahrscheinlich 2 Millionen nicht erkannte. Wir haben in ein paar Jahren 11,5 bis 12 Millionen, sprich pro Jahr 600.000 Neuerkrankte, sprich pro Tag 1.600 neue. Und wenn man das jetzt mal mit den Corona-neuinfizierten Zahlen vergleicht, also ich glaube, höchste Eisenbahn was zu tun. Höchste Eisenbahn was zu tun, Herr Mundstadt, Sie haben was getan, ich habe es eben gesagt, über Jahre, auch mit Ihrem Kollegen Henrich beispielsweise, ja auch ganz, ganz massiv innerhalb Ihrer eigenen Unionsfraktion hier versucht, diese nationale Diabetesstrategie so voranzutreiben, dass sie dann tatsächlich auch im Bundestag auch vorgelegt werden kann. Und sie ist dann beschlossen worden Anfang Juli. Was bedeutet das denn jetzt? Ist das schon mehr als ein klares Bekenntnis, sich um des Themas anzunehmen? Oder wie würden Sie jetzt den ersten Zwischenstand, ein erstes Zwischenfazit ziehen, Herr Mundstadt? Es ist natürlich ein starkes und klares Bekenntnis, dass man auch als Parlament zur Kenntnis genommen hat, dass wir dort eine Volkserkrankung haben, wo wir uns speziell darum kümmern müssen. Sie haben richtigerweise angemerkt, dass ich auch Berichterstatter für Adipositas bin. Deswegen würde ich beide Dinge gern zusammen nennen. Diabetes und Adipositas sind Volkserkrankungen, denen wir uns stellen müssen. Letztlich ist durch die
Diabetes-Strategie nach außen kommuniziert, postuliert worden, dass wir da ein Erkrankungsbild haben. Das würde ich für Adipositas noch anders sehen. Da haben wir noch Nachholbedarf, weil das ist ja unbedingt zusammen zu sehen. Leider ist dann die Pandemie über die Umsetzung der Strategie hinweggegangen, sodass viele Maßnahmen, die über das BMG, aber auch ressortübergreifend von anderen Ministerien dort hätten auf den Weg gebracht werden können, die Kommunikation aufgrund unseres Föderalismus in die Länderparlamente hin zu den Kommunen, dass wir dort natürlich aufgrund der pandemischen Lage nicht entscheidend weitergekommen sind, jedenfalls nicht in dieser Legislatur, sodass die Umsetzung sicher noch hakt. Da müssen jetzt konkrete Schritte folgen. Wir haben einige Dinge auf den Weg gebracht. Wir haben Gelder bereitgestellt, um mehr Forschung zu organisieren. Wir haben Gelder bereitgestellt im Bundeshaushalt, um Daten zu erfassen. Alles richtige Schritte, die Ausfluss einer nationalen Diabetesstrategie sind. Aber da dürfen wir jetzt nicht stehen bleiben. Wir müssen dort weiterarbeiten. Und um mir auf Ihr Eingangsthema zurückzukommen, das ja als Überschrift hier formuliert wurde, wir haben aus der Pandemie, wie ich finde, eine Menge gelernt für das Krankheitsbild Diabetes mellitus und Adipositas. Und wir müssen jetzt versuchen, die Dinge umzusetzen. Professor Danger hatte einige Dinge angesprochen. Ganz bitter ist es ja, und die Situation für Kinder. Und ich benutze da gern den Satz, den der Volksmund formuliert: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Die Kinder, die jetzt übergewichtig sind, auch nur gering übergewichtig, haben natürlich das Risiko, dass sie perspektivisch übergewichtig bleiben, mehr Übergewicht entwickeln. 6% der Kinder sind schon adipös. Dass diese Kinder in ein normales, gesundes Leben hineinwachsen, ist eher unwahrscheinlich. Und wir müssen da aufpassen, dass uns das nicht wegbricht und große Anstrengungen unternehmen, nicht nur Bildung nachzuholen, sondern auch sportliche Kompetenz, Ernährungskompetenz, gerade in diesen Bereichen bei Kindern nachzuholen, Familien entsprechend zu schulen. Professor Danner hat das angesprochen. Ich glaube, da muss eine Menge mehr passieren. Auch Unterricht muss anders ausgerichtet werden. Mhm. Wenn Hänschen Dinge gelernt hat, wenn Sport konditioniert wurde, wenn richtiges Ernährungsverhalten konditioniert wurde, wir wissen, 30% der Familien kochen nicht mehr, wissen nicht, was gesunde Lebensmittel sind, kaufen dann auch entsprechend mehr oder weniger gut ein, greifen auf Fertigprodukte zurück. All die Dinge müssen wir angehen. Wir müssen da andere Kompetenz auch an Schule vermitteln, wenn wir bei diesen beiden Krankheitsbildern entscheidend nach vorne kommen wollen. Und da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Einen weiten Weg, Frau Kapot-Gonter. Ich habe Sie extra jetzt, bis zu ganz zum Schluss habe ich die Herren jetzt mal ausreden lassen, damit Sie jetzt nochmal so ein Gesamtbild nehmen können und Ihr Eindruck jetzt zur nationalen Diabetesstrategie. Ich glaube, aus Ihrem Mund war das nicht mehr als ein Papiertiger. Und feuerfrei, Frau Kapot-Gonter, bitte. Naja, die zentrale Frage, die Sie gestellt haben, ist ja, was haben wir aus der Pandemie gelernt? Und wir können aus dieser Pandemie lernen und wir sollten aus dieser Pandemie lernen, dass Gesundheit eben maßgeblich von den Umweltbedingungen, von den Lebensbedingungen, im Alltag der Menschen abhängig ist. Das müssen Sie uns erklären. Das hat was mit Prävention und mit Verhaltens- und mit Verhältnisprävention zu tun. Ich wäre gerade bereit gewesen, das zu erklären, aber vielen Dank. Und wir haben ja, und da war diese Frage, die aus dem Publikum kam, so schlau, wir haben ja ganz viel Wissen. Ja? Wir sagen als Ärztinnen und Ärzte unseren Patientinnen und Patienten, ernähren Sie sich doch bitte gesund. Bewegen Sie sich doch mehr. Wir alle wissen das. Und viele von den Familien, wo die Kinder übergewichtig sind, wissen es sogar auch. Aber im Alltag funktioniert es nicht. Es funktioniert schlecht, wenn man gesagt kriegt, jetzt mach mal ein bisschen Sport, wenn die Bedingungen nicht da sind. Und das sollten wir aus der Pandemie lernen, dass wir die Lebensbedingungen im Alltag, in Kita und Schule, am Arbeitsplatz, in den Quartieren, wo die Menschen leben, so machen, dass es wahrscheinlicher wird, dass Menschen sich gut und gerne bewegen, und zwar schon von Kindesbeinen an. Und wie macht man das? Das macht man zum Beispiel, indem man gute Rad- und Fußwege macht, dass die Kinder mit ihren kleinen Beinen nämlich gerne und sicher auch zur Schule gehen können, alleine, ohne gefahren zu werden. Das macht man, indem man schon in Kita und Schule gutes und gesundes Essen anbietet, indem man den Kindern beibringt, was auch gut schmeckt, indem man womöglich auch noch einen Kita-Garten oder nicht einen Kindergarten, sondern einen Garten an der Kita, einen Schulgarten hat. Weil wir wissen ja, dass Kinder das gerne essen, was sie oft essen.
Es ist nicht so, dass Kinder immer Fischstäbchen und Pommes essen wollen, sondern Kinder mögen das essen, was sie häufig essen. Und vor allem, wenn sie es selber auch noch zubereitet haben. Das sind Bedingungen, die wir schaffen müssen politisch, damit es wahrscheinlicher wird, dass Menschen sich gut ernähren und dass Menschen sich gerne bewegen. Die Amerikaner nennen das ja Make the Healthy Choice the Easy Choice. Und das ist das, was wir lernen sollten aus der Pandemie, unsere Umweltbedingungen, unsere Lebensbedingungen so zu gestalten, dass es wahrscheinlicher wird, dass Menschen gesund bleiben oder gesund werden können. Und dann, letzter Gedanke an der Stelle, brauchen wir eben auch nicht diese individuelle Abwertung gegen Menschen mit Übergewicht. Das ist ja richtig, was die Zuschauerin gesagt hat, dass wir ganz oft so Schuldzuweisungen machen. Krankheit hat aber nichts mit Schuld zu tun, sondern es ist unsere politische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Lebensbedingungen gesund sind. Ja, vielen Dank, Frau Kappert-Gonder. Ich weiß, dass Herr Lauterbach uns jetzt jede Sekunde verlassen muss. Deshalb nur eine Publikumsfrage, vielleicht auch an Sie, weil wir ja jetzt eben über das Zusammenwirken von Covid-19 und von Diabetes gesprochen haben. Aber der Blick nach vorne. Jeder Mensch steht hier, ist, also mit scharfem S, anders. Plädieren Sie dafür, eine individualisierte Ernährungsberatung ins DMP Adipositas aufzunehmen? Also zunächst einmal bin ich dankbar, dass wir die DMPs haben, also auch das DMP am Adipositas. Und ich erinnere mich doch, dass wir vor mehr als 20 Jahren, Herr Danne und ich, also an diesen Programmen gearbeitet haben. Die haben sich also durchgesetzt, sowohl für Diabetes wie auch für Adipositas. Und dass es die Programme gibt, das ist großartig. Und es ist auch gut, dass die Kassen sich dahinter gestellt haben. Da bin ich sehr dankbar. Wenn uns diese Bemerkung erlaubt ist, die IKK war bei der Vorbeugemedizin immer sehr aktiv, das ist ganz klar. Erinnere ich mich noch an Ihre Vorgänger, Herrn Metzinger. Das sehr, aber die schnelle Antwort ist in der Tendenz ja, wenn es geht, ja. Selbstverständlich, weil sonst kriege ich es einfach nicht vermittelt. Also wenn es eine Möglichkeit hier gibt, also zu wählen, wenn es hier eine Möglichkeit gibt, auf die speziellen Wünsche einzugehen, müssen überlegen, die Menschen, die jetzt also zu uns kommen, also für die Adipositas-DMPs, auch übrigens Diabetes, die kommen ja aus ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen auch. Da kann ich nicht eine Kost anbieten. Also ich kann keine deutsche Hausmannskost also auf gesund anbieten, wenn jemand aus dem, also ich sag mal, aus dem also arabischen Raum kommt. Es wird nicht gehen, es wird nicht funktionieren. Somit die schnelle Antwort ist ja, da muss man mehr anbieten. Und Frau Kappert-Gonder hat es auch richtig gesagt, wir dürfen nicht stigmatisieren. Wir müssen es einfach machen, Angebote machen, helfen, dass es simpler wird, dann kann das auch funktionieren. Ich möchte Ihnen noch beipflichten, also meine eigene Tochter beispielsweise ist in Köln mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Der Fahrradweg war lebensgefährlich und das Essen vor Ort war ungesund und schmeckte nicht. Also so werden wir nicht zurechtkommen und von daher, wir müssen einfach die Dinge einfacher machen und anbietend, zugehend machen und dazu zählt auch, um auf die Frage einzugehen, also individuelles Angebot, das muss da sein. Ja. Ja. Ganz kurze letzte Frage, ich kann Sie natürlich nicht gehen lassen, Entschuldigung, ohne nochmal ganz kurz auf Covid-19 zu schauen, mit Blick auf Delta-Variante, mit Blick auf die dritte, vierte Welle, die möglicherweise uns da bevorsteht. Wie schätzen Sie das ein, wenn wir zwar jetzt alle uns irgendwie, das sieht man Abend für Abend in den Fernsehgeräten, in den Armen liegen und möglicherweise dann im Herbst dann in die nächste Welle, auf die nächste Welle zusteuern. Wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, dass die also Delta-Variante die dominierende Variante sein wird in Deutschland, aber dass wir keine große Welle mehr bekommen im Sinne, dass wir nochmal in einen Lockdown müssen. Das liegt daran, dass so viele Leute geimpft sind. Die Zahl der Geimpften wird dann so hoch sein, dass es also eine wirklich große Welle nicht mehr gibt. Allerdings muss man sagen, die Ungeimpften, deren Risiko ist enorm hoch, das muss man einfach sagen, weil die Delta-Variante ist so ansteckend, dass also für die Ungeimpften unser Appell nochmal dann also vorgetragen werden muss. Also wer sich nicht impfen lässt, der wird wahrscheinlich erkranken. Leider ist es so, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass in, sagen wir mal, anderthalb Jahren von jetzt nur zwei Gruppen von Menschen in Deutschland unterwegs sind. Diejenigen, die irgendwann gegen Covid also geimpft worden sind und diejenigen, die es gehabt haben. Darauf wird das hinauslaufen. Und was mir besonders leid tut, ist, dass wir die Kinder nicht impfen,
Also da habe ich nicht die Position der STIKO, muss ich offen sagen. Also auch andere Wissenschaftler weltweit sind da so, ich weiß nicht, wer da anders sieht. Also ich würde mir wünschen, dass wir den Kindern ein Impfangebot machen ab 12 Jahre, weil also im Vergleich zur Krankheit ist die Impfung tatsächlich das geringere Risiko. Okay, bis dahin ganz herzlichen Dank, Professor Lauterbach, und vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Ich danke Ihnen. So, Frau Kappert-Gonter, ich habe eine Frage aus dem Publikum bekommen und die würde ich Ihnen gerade, weil sie direkt persönlich an Sie gerichtet ist, wieso gibt es kein Verbot der Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder richten? Also da würde ich jetzt etwas scherzhaft sagen, weil Bündnis 90 Die Grünen nicht Mitglied dieser Regierung sind. Und etwas ernsthafter vielleicht, es ist genau richtig, wir brauchen die Regulation von Werbung, die sich gezielt an Kinder und Jugendliche richtet für Zucker-, Fett- und salzhaltige Lebensmittel, weil wir wissen, dass diese Werbung, die ja auch im Kinderfernsehen, auf den Kinderkanälen, aber auch im öffentlichen Raum, da laufen die Kinder ja dran vorbei, die sich gezielt an Kinder und Jugendliche richtet, die wirkt ja. Das ist ja der Grund, warum die Industrie die spielt, weil sie wirkt und weil sie die Absatzmärkte erhöht für diese Nahrungsmittel von Kindern. Und das ist etwas, was wir den Kindern und Jugendlichen ersparen könnten. Ja. Weil auch da, ja, der Appetit kommt in dem, was gesehen wird. Von daher, wir brauchen eine Regulation dieser Werbung unbedingt. Eine Frage in den Raum von Frau Söke Schliehan. Sie fragt nach, wäre es nicht sinnvoll, ein Schulfach Gesundheit einzuführen, Stärkung des Immunsystems, psychische Gesundheit, gesunde Lebensweise, um auch die Folgen für das Gesundheitssystem abzufangen und Covid-Verläufe zu mindern? Da muss der Chef ran. Herr Kröger. Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist ja die wesentliche Botschaft, ja, dass wir eben früh damit anfangen, dass wir in den Kindergärten, in den Schulen auch damit anfangen, dass wir eben auch damit anfangen, es ist eben schon angesprochen worden, dass wir über gesunde Ernährung sprechen und über sinnvolle Bewegung. Und ich will nochmal auf das Thema Individualisierung. Ja. Das ist eines der entscheidenden Dinge. Individualisierung. Wir haben eine Umfrage gemacht bei Menschen mit Typ-2-Diabetes über 1500. 48% wünschen sich eine individualisierte Ernährung und über 70% wünschen sich aber auch, dass es schmeckt. Ja. So, und das ist ja der entscheidende Punkt. Viele denken dann immer, naja, das ist etwas, was ich nicht darf. Das ist etwas, was ich nicht essen soll. Entscheidend ist, dass ich das selber erfahre. Entscheidend ist, dass ich auch schaue, was bei mir passiert. Sie können zum Beispiel ein Schwarzbrot essen oder ein Vollkornbrot essen und Sie haben unterschiedlichen Glukoseverlauf. Das ist individualisiert. Und entscheidend ist, dass man sich das anschaut und für sich auch den richtigen Weg dahingehend findet. Und diese Botschaften im Kindergarten, in der Schule, das auch zu vermitteln, ja, das wirklich zu vermitteln. Denn das Entscheidende ist doch bei all diesen Dingen, die wir jetzt auch besprechen, auch gerade hinsichtlich der Prävention, wir müssen Möglichkeiten für den einzelnen Menschen finden. Und da ist nochmal ein anderer wichtiger Aspekt. Wir haben es mit vielen vulnerablen Gruppen zu tun. Wir haben es mit Menschen zu tun, die sozial nicht so gut gestellt sind. Wir haben es mit Menschen zu tun, die das Problem Adipositas-Stigmatisierung haben. Ich bin super froh, dass wir ein DMP-Adipositas haben. Aber jetzt ist es auch wichtig, dass die Adipositas auch als Krankheit anerkannt wird und dass wir dementsprechend auch Schritte gehen können, hinsichtlich Ernährung, Bewegung, auch medikamentöser Therapie, die bei Adipositas helfen kann, wenn ich sonst nicht weiterkomme, dass wir das auch mit in den Versorgungskorridor einbeziehen. Das heißt, wir brauchen, um wirklich erfolgreich zu sein, wir müssen die Menschen ansprechen, zum Beispiel Möglichkeiten hinsichtlich von Digitalisierung. Bei kontinuierlichen Glukosemesssystemen, das will ich kurz noch sagen, ist bei den vulnerablen Gruppen ist es deutlich weniger versorgt. Menschen sind mit Insulinpumpen und auch mit kontinuierlichen Glukosemessungen bei Menschen, die einfach sozial schlechter gestellt sind, deutlich weniger. So, und da müssen wir auch reingehen und auch da müssen wir Lösungen finden, individuell für diese Menschen, um sie mitzunehmen. Ist das nicht gerade eines der Hauptprobleme, Professor Danner, an diese Leute heranzukommen? Also wir wissen,
wissen, es gibt die hochkompletten Eltern, die mit ihren Kindern alle Früh- und Vorsorgeuntersuchungen machen, alle Kinder- und Jugenduntersuchungen machen. Herr Mundstadt hatte eben die Zahlen aus dem KICKS genannt mit den 6% Adipositas. Da ist jetzt auch, das sind relativ schon Zahlen 2017, 2018, die stammen also aus der zweiten Welle. Dazwischen hat sich ja nun auch einiges wieder abgespielt, sodass man da gespannt sein drauf kann, wie die tatsächlich aktuellen Zahlen ausschauen. Aber nochmal, Herr Professor Danne, wie kommt man an diese Gruppen dran? Gibt es da irgendeine Möglichkeit über die sozialen Dienste, über sozialpädagogische Betreuung, über Ganztagsformen in Kita und Schulen, Unterrichtsformen zu wählen? Weil wir müssen uns ja nichts vormachen, aber diese Kinder und Jugendlichen kommen ja dann wieder in ihr Elternhaus zurück, ganz klar. Und wo dann natürlich sie wieder die Realsituation vor Ort erleben und vorher natürlich etwas ganz anderes gelernt haben. Wie kriegen wir dies hin? Wie kriegen wir das akkordiert? Wie kriegen wir das abgestimmt? Ja, ich denke, also wir haben ja ein sehr gutes System der Vorsorgeuntersuchung. Das ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen zusammengebrochen. Aber grundsätzlich tun die Kinder- und Jugendärzte schon einen ziemlich guten Job. Das heißt, sie erkennen durchaus, oder ich habe Ihnen gerade die Schuleingangsuntersuchung gezeigt, das ist ja auch ein sehr gutes Instrument, wo man sehr früh letztendlich sieht, dass dort ein übergewichtiges Kind da ist. Aber die Behandlungsangebote, die fehlen eben und sind nicht ausreichend und sind unterfinanziert. Wir hatten gerade Spartenrechnung in unserem Krankenhaus. Ich habe mit dem Adipositas-Programm 90.000 Euro Miese gemacht. Das können Sie mir vorstellen, da muss ich mich immer rechtfertigen, warum wir sowas machen. Ja? Also keine Frage, das brauchen wir, nicht? Und das muss weiter unterstützt werden. Und es muss, wie Frau Kappert-Gonka gesagt hat, natürlich auch durch allgemeine Verhältnispräventionsmaßnahmen unterstützt werden. Ein Kind mit Mediennutzung wird heutzutage pro Tag mit 15 Spots zum Thema ungesunde Ernährung bombardiert, sage ich jetzt mal. Dass das natürlich gerade die Kinder sind, die dann eben häufig aus sozial schwächeren Familien sind, natürlich länger vorm Fernsehen vorsitzen, dann noch mal mehr diese Werbung bekommen, das ist ungünstig, da können wir etwas tun. Und ich meine, wir diese nationale Diabetesstrategie haben, denke ich, muss noch mehr dazu führen, solche Maßnahmen tatsächlich auch politisch umzusetzen. Ich glaube, es muss eine konzertierte Aktion aller sein, ja. Letztendlich diesen Familien, die da gut identifizierbar sind, tatsächlich zur Seite zu stehen. Apropos Familie, die Frage direkt an Sie weitergeleitet, lieber Professor Danne. Was empfehlen Sie Eltern mit einem Kind mit Typ 1 Diabetes im Hinblick auf die Corona-Impfung? Eine Frage von Diabetes-Kids. Habe ich jeden Tag in meiner Sprechstunde und die Antwort hat ja auch Professor Lauterbach schon ganz klar gegeben. Wir empfehlen Kindern mit Diabetes eine Grippeimpfung, weil die Grippe natürlich den Stoffwechsel völlig durcheinander bringt. Das ist natürlich auch letztendlich mit Corona der Fall. Und insofern empfehle ich uneingeschränkt allen Kindern ab 12 Jahre, das ist ja sozusagen die Zulassung, unter 12 haben wir noch keine Zulassung, die Durchführung einer zugelassenen Corona-Impfung. Danke bis dahin. SGB V, Herr Svoboda, habe ich eben noch eine Frage hier bekommen, würde ich gerne auch an Sie weiterreichen, aber ich möchte gerne noch mal einen Gedanken kurz aufnehmen wollen. Herr Mundstadt, gestern haben wir das Wahlprogramm der CDU, der Union, der Fraktion gesehen, gelesen und haben lange, lange suchen müssen, ich habe zumindest lange suchen müssen, aber ich bin ja auch Brillenträger, dass ich die nationale Diabetesstrategie dann irgendwo bei Zeile 2500 und so weiter, also irgendwo auf Seite 77 gesehen habe, mit einem Halbsatz festgemacht und mit dem Fokus hier auf Kinder, hat die Union da die Erwachsenen so ein bisschen aus dem Blick verloren? Also erstmal finde ich gut, dass Sie es gefunden haben. Und als jemand, der so lange darum gekämpft hat und sich intensiv dafür eingesetzt hat, dass es sich auch im Wahlprogramm wiederfindet, verglichen mit dem zurückliegenden Wahlprogramm, ich bin ja auch schon etwas länger dabei, können wir, glaube ich, alle, die sich dafür einsetzen, relativ zufrieden sein, dass diese Dinge dort niedergelegt sind. Auch an prominenter Stelle. Natürlich beim Wahlprogramm meiner Volkspartei fließen verschiedenste Dinge ein, aber diese Dinge, dass die Diabetesstrategie, dass wir was für gute Ernährung von Kindern tun wollen und müssen, dass wir gute Ernährung im Allgemeinen postulieren und unterstützen wollen, das sind alles Dinge, die ins Wahlprogramm eingeflossen sind. Und dazu gehört ja auch, wenn wir uns über Ernährungsberatung an Schulen unterhalten, dass wir die Kompetenzen gerade in den Bereichen vermitteln, wo sie nicht vorhanden sind.
Bei der Gelegenheit formuliere ich auch immer gerne den Satz, dass ich Zucker im Übrigen für viel gefährlicher halte als Rauchen, gerade im Hinblick auf diese Gruppen. Dazu gehört nach meiner Meinung aber auch, dass wir mehr Sport konditionieren müssen. Wir müssen auch in Kultuspolitik in den Ländern, leider ist das keine Bundeszuständigkeit, was ich sehr bedauere, und es ist sehr mühsam, Kultuspolitiker der Länder davon zu überzeugen, dass eine Doppelstunde Sport in der Woche, da wo die Gesellschaft das nicht mehr leistet, dass die Kinder nachmittags Sport treiben, sondern an ihren Spielkonsolen zum Beispiel sitzen, dass wir dort mehr Sportförderung erreichen, mehr Sportstunden. All die Dinge müssen wir auf den Weg bringen. Da muss die Gesellschaft umdenken. Da, wo der private Bereich das nicht mehr leisten kann, muss, glaube ich, der Staat, in diesem Fall Schule, einspringen. Das gilt für Sport, mehr Sportangebote. Das muss ja nicht immer Geräteturnen sein oder Boxspringen. Das reicht ja auch Völkerball. Hauptsache die Kinder toben und kriegen Lust auf Bewegung. Und das muss natürlich auch vernünftige Ernährung sein. Ich bin auch bei Frau Dr. Kappert-Gonter. Auch das Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel gehört dazu. Wenn man, wie ich, schon sehr lange dafür kämpft, dass diese Dinge angegangen werden, dass gerade bei Kindern da angesetzt werden muss, muss man einfach sagen, dass was uns die Industrie versprochen hat an Freiwilligkeit, hat nicht funktioniert. Sie sprechen den Nutri-Score zum Beispiel auch an, also eine Geschichte auf auch Kennzeichnungspflicht, auf freiwilliger Basis. Aber Sie müssen dafür politische Mehrheiten haben. Da muss ich für mich sagen, meiner Fraktion habe ich die nicht in dem Maße, wie ich mir das vorstelle. Das heißt nicht, dass wir da nachlassen. Vielleicht gibt es ja neue Konstellationen, neue Möglichkeiten, solche Dinge auch nach vorne zu treiben. Ich bin häufig mit Frau Künast in Diskussionen gewesen, da sind wir eigentlich relativ einig bei dem Thema, sonst vielleicht nicht so sehr, aber bei dem Thema absolut. Also da gibt es neue Möglichkeiten. Wir müssen erreichen, dass auch der gesellschaftliche Prozess sich ändert, das Bewusstsein sich ändert für diese Themen. Wir haben da eine Verlagerung bekommen. Das, was in der Vergangenheit, was in meiner Jugend noch sinnvoll war und gemacht wurde, ist heute nicht mehr so in der jungen Generation. Professor Danner hat das angesprochen. Und da muss die Gesellschaft mehr leisten, das auch annehmen und dann Lösungen finden. Und dazu gehören vielleicht auch Verbote von ungesunder Lebensmittelwerbung an Kinder gerichtet im Fernsehen. Das kann man anders machen. Versprochen wurde uns das immer, eingehalten. Freiwillig wurde es bisher nicht. Also auch da, wenn ich auf Ihre Ausgangsfrage zurückkommen darf, wäre ich bereit, Schritte zu gehen, aber die Mehrheiten habe ich derzeit noch nicht. Okay, dann sind wir morgen auf die Reaktion von Herrn Laschet und von Herrn Söder gespannt, wenn das Thema Verbote plötzlich... Also ich glaube, da werden Sie überrascht sein. Wenn Sie unser Wahlprogramm lesen, klingt das ja ansatzweise an. Nicht mit einem Verbot postuliert, ja, das ist so, aber diese Dinge sind schon niedergelegt und da haben wir auch als Gesundheitspolitiker intensiv darauf geachtet, dass wir dort auch eine Möglichkeit finden, über das Parteiprogramm da anzusetzen. Und seien Sie gewiss, so der Souverän mir die Möglichkeit erteilt, ich trete wieder an, im nächsten Parlament, in der nächsten Wahlperiode Verantwortung zu übernehmen, werde ich bei den Themen jeweils nicht locker lassen und darauf dringen, dass wir dort entscheidende Schritte weiterkommen. Vielen Dank. Ja, und Sie wissen, ich habe lange, lange Atem bewiesen, wer 6 Jahre an der Diabetesstrategie arbeitet, tritt auch da an, um Verbesserungen zu erzielen. Ich hatte Sie eben schon vorgestellt, als Jurist, der ständig nervt. Ja, und in dem Punkt hat es wirklich ja durchaus dazu was gebracht. Ich bin jetzt ein bisschen in der Zwickmühle, weil ich Frau Kappert-Gonter wollte unbedingt dazu machen, aber bevor das noch mehr Reaktionen hat, würde ich gerne noch mal so eine Fachfrage auch in Richtung an Swoboda stellen. Aber wollen. Ich darf da noch was zu sagen gleich. Nochmal? Als Replik auf Herrn Wunschler darf ich noch gleich was sagen? Ja, natürlich gleich. Geduld. Sehr wichtig. Geduld. Eine Sekunde. Es geht um eine Fachfrage. Ich kann das nur erahnen, dass es so ist, wie es ist, aber Frau Anna Haas, so heißt meine Tochter irgendwie, es gibt bereits wirksame Präventionsangebote für Diabetes und Adipositas, die über SGB 5, § 20 auch erstattet werden. Leider ist der Erstattungsweg mit Vorkasse und Rückerstattung für viele Menschen eher eine Barriere. Kann die Politik oder könnte die Politik hier Einfluss nehmen? Meine Frage an Sie, ist das tatsächlich so, dass die Leute zuerst in Vorleistung gehen müssen und dann reichen sie das ein und dann gucken sie das, ob das über die verschiedenen Bonusmodelle der Krankenkasse dann auch refinanziert wird oder zurückerstattet wird? Bei der Zahnreinigung kennt man das ja so, bei solchen Dingen. Ja, also es gibt durchaus Präventionsleistungen, die quasi zunächst selber finanziert werden müssen, dann hinterher erstattet werden. Ich kann gar nicht sagen, ob das in jedem Fall so ist, aber ich möchte es mal ganz anders antworten.
Wir hatten vorher das Thema, es muss ins Bewusstsein bei den Kleinsten. Ja. Ich muss jetzt kurz ausweichen, weil das liegt mir schon die ganze Zeit wir holen Sie gleich wieder auf der Zunge. Ja. Und ob ich deswegen ein neues Unterrichtsfach brauche, ich habe selber zwei schulpflichtige Kinder, weiß ich gar nicht, ob ich mit der Einführung eines neuen Schulfachs das Bewusstsein stärke für gesunde Ernährung oder mehr Bewegung. In der nationalen Diabetesstrategie steht alles drin. Die vier Kernpunkte umfassen genau dieses, also Ernährungs Unterstützung für Kitas etc., mehr Sport in den Einrichtungen, eine Stunde pro Tag, glaube ich, sogar ist da die Forderung, Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel und eine Besteuerung von ungesunden Lebensmitteln und Werbeverbot für Süßigkeiten, so ungefähr. Es ist also alles klar, das Ganze muss jetzt nur noch ausformuliert werden und in Maßnahmen umgesetzt oder übersetzt werden, aber es hält ja niemand davon ab, das bereits anzubieten. Wir hatten vorher das Beispiel in der Schule. Wir als IKK Klassik haben Angebote für Kitas und Grundschulen, Kinder stärker machen für die Kitas und Raccoons heißt das Programm in Grundschulen, wo wir selber Ernährungsberatung den Schulen bieten, den Lehrern zur Unterstützung zur Seite stehen, das Ganze auch vergütet bekommen. Ja. In der Tat, wir brauchen halt als Krankenkasse immer irgendeinen Topf oder irgendeine Systematik, dass wir es finanzieren dürfen. Da ist die Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention im SGB-5 eben aufgeführt. Und in der Tat, jetzt kommen wir nochmal zum Beginn der Frage zurück, in einigen Fällen ist es so, dass dass derjenige in Vorleistung gehen muss und es hinterher wieder erstattet bekommt. Aber wir sind ja schon froh, dass wir es erstatten können. Ja, Frau Kappert-Gonter, in die Antwort, die Sie jetzt geben wollten auf das, was Herr Mohnstadt gesagt hat, würde ich Sie bitten, noch mal mit einzubinden. Kennen Sie denn andere Länder? Weil diese Frage geht auch in die Richtung groß angelegte Präventionsangebote für Menschen mit Prädiabetes, schreibt hier ein Zuschauer oder eine Zuschauerin und hat die Erfahrung offenbar in Großbritannien gemacht. Gibt es andere Länder, wo man sagt, naja, da könnte Deutschland vielleicht auch mal ein bisschen draufschauen und gucken, was gibt es da in guten Modellen? Ich kenne das, oder beziehungsweise ich weiß es auch aus den USA, wo es ja auch klare Verbindlichkeiten gibt, auch der Ziele, die man erreichen möchte, um das Thema Diabetes, diesen Trend, diese steigende Kurve zu brechen, abzuflachen, mit ganz konkreten Zielen. Ist das Thema, wo Sie sagen, genau das sollten wir uns vielleicht mal näher anschauen und wäre durchaus dann in einer konkreten Umsetzung eines nationalen Diabetesplans, hätte da auf jeden Fall Platz, Frau Kappert-Gonter? Ja, absolut. Also es gibt sehr gute Beispiele im internationalen Raum und es ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, auch mal über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken. Und Sie haben das Beispiel Großbritannien angesprochen und da ist das, was man Public Health, also Bevölkerungsmedizin nennt, als Ansatz viel, viel stärker verbreitet. Also genau das, worüber wir ja auch diskutiert haben, dass wir die Lebensbedingungen so gestalten, dass Menschen angeregt werden, sich mehr zu bewegen, angeregt werden, sich gesund zu ernähren. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man das individuell vorschreibt, aber dass die Bedingungen es wahrscheinlicher machen. Und da sind Bedingungen möglich. Ich habe mich sehr gefreut. Ich weiß das ja auch von Ihnen, Kollege Mohnstadt, aber ich finde es eben ausdrücklich auch richtig und ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg, das in Ihrer Fraktion auch durchzusetzen, dass wir zwei Dinge, die ja in der nationalen Diabetesstrategie oder dem Antrag auf nationale Diabetesstrategie, so ist es ja, wir müssen es ja dann auch mal umsetzen, die eben fehlen und die wir dringend brauchen. Das eine ist tatsächlich eine Besteuerung von Zucker. Auch das ist in vielen anderen europäischen Ländern einfach Fakt, das ist politische Haltung, das ist gemacht und das hat konkrete Folgen. Eine übliche Orangenlimonade hat in Deutschland 11 Stücke Würfelzucker und in Großbritannien, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube 8 und in Frankreich 6 oder so ungefähr ist es. Also zumindest deutlich weniger in Frankreich und in Großbritannien als bei uns. Und die Kinder schmecken aber diese Orangenlimonade und trinken die bei den Kindergeburtstagen und denken, so schmeckt das. Und nur bei uns ist sie eben
hat sie doppelt so viel Zucker. Das hat was mit Besteuerung von Zucker zu tun. Und auch die Nährwertkennzeichnung. Wir haben den Nutri-Score angesprochen. Der ist freiwillig, also eine freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft. Und wir sehen eben, es funktioniert nicht. Und das fehlt in dem Antrag auf nationale Diabetesstrategie. Wir brauchen natürlich eine verbindliche Kennzeichnung und eine leichte Kennzeichnung, die den Menschen ermöglicht zu sehen, ah, da ist grün drauf. Das ist überhaupt eine gute Farbe, wenn ich das gerade mal so überlege, was ich hier gerade sage. Aber da ist grün drauf und das heißt, das soll ich öfter essen. Und bei anderen ist rot drauf und das bedeutet nicht, das darfst du niemals essen. Das hat nichts mit Verboten zu tun, sondern das bedeutet, hier ist die Warnung, das würde ich Ihnen nicht empfehlen, jeden Tag mehrfach zu essen. Also einfache, aber da gleichzeitig verbindliche Nährwertkennzeichnung. Und auch da sind andere Länder viel weiter. Gehen Sie mal in New York City in einen Imbissladen. Da sehen Sie da, wo Sie ordern, die exakte Nährwertkennzeichnung. Nicht? Da kann ich gucken, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett, wie viel Zucker. Und dann kann ich mich entscheiden, will ich das essen oder nicht. Und so etwas bräuchten wir auch für Deutschland. Okay, bevor wir aber dann wirklich jetzt in die Schlussrunde eintauchen und gehen, würde ich dann noch auf das Thema, Herr Kröger, Digitalisierung ganz kurz noch zumindest zu sprechen kommen, weil ich weiß, das ist Ihnen ganz wichtig, dass wir hier auch nochmal drüber reden. Sie haben eben gesagt, dass die Erfahrung, die wir jetzt bei Covid-19 gemacht haben, über die Videosprechstunde, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil dieser großen Digitalisierungsoffensive, die ja zum Teil stattgefunden hat, weil man gesagt hat, Dank ist immer in dem Kontext immer ganz, ganz mit Vorsicht zu genießen. Aber dank Covid ist ja letztendlich das auch stärker befördert worden. Da hat es einen richtigen Booster gegeben. Auch meine Frage jetzt an Sie, dabei kann es ja nicht stehen bleiben. Das haben Sie ja eben selbst gesagt. Aber was sind jetzt die konkreten Schritte, die daraus Schluss zu folgern sind? Wir wissen auch, der ein oder andere Kollege von Ihnen ist da durchaus, oder Ihnen dreien, ist durchaus da auch ein bisschen skeptisch, was den Austausch von digitalen Informationen angeht. Also es sind nicht alle begeistert. Ja? Es gab kürzlich eine Umfrage im Handelsblatt, da waren 2/3 eher dagegen so von den Ärzten. Und deswegen glaube ich, man muss auch den Wert erkennen. Und um ganz konkret zu sagen, Videosprechstunde ist etwas, wo wir auch gerade vulnerable Gruppen abholen können, wo wir Menschen abholen können, die sonst nicht zum Arzt gehen, die weit weg wohnen, die wir viel schneller betreuen können. Auch mit Digitalisierung, mit Kontinuum-Glukosemessung zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Wir müssen dort eine Möglichkeit haben, mehr zu machen. Die Grenzen, die wir momentan haben, müssen fallen. Zweiter Punkt, Videoschulung. Videoschulung können integriert werden, Hybridschulung. Das sind Dinge, wenn Menschen abends nicht können. Wir haben jetzt erlebt in vielen Kongressen, die Menschen waren dankbar, dass sie an Kongressen teilnehmen konnten, wo sie sonst nie hätten hinfahren können. Das machen auch Menschen, die einen Diabetes haben. Und auch die können wir da abholen. Der dritte Punkt, DIGAS, digitale Gesundheitsanwendung. Eine wichtige Geschichte, aber für mich ist momentan etwas, die DIGAS sollen für sich alleine wirken, als digitale Gesundheitsanwendung. Das ist für mich nicht ausreichend. Wir haben viele Menschen, die auch in den Behandlungsprozess mit der DIGA eingegliedert werden müssen. Das ist momentan eigentlich nicht möglich. Oder man sagt, es soll allein digital laufen. Wir müssen verschiedene Möglichkeiten haben, auch sie in den Prozess einzubinden. Denn wenn ein Diabetes-Team sagt, du hast da eine DIGA, das machst du jetzt, ich sage da nichts zu und so, das bringt doch nichts. Sondern die müssen doch positiv verstärkt werden, um dann auch dementsprechend erfolgreich zu sein. Das ist ein ganz junges Feld. Die sind erst erstattungsfähig seit dem vergangenen Jahr. Ja. Das muss man dazu sagen. Es gibt unterschiedliche Gefahrengruppen, also im Medizinproduktegesetz, wo diese digitalen Gesundheitsanwendungen auch einsortiert sind. Ich glaube, es gibt noch keine. Diabetes noch keine. Es gibt einen Adipositas bisher, aber es werden welche kommen. Und lassen Sie mich noch was sagen. Bitte. Die DIGAS haben noch einen Webfehler. Man hat die Prävention beim Diabetes vergessen. Mhm. Aus meiner Sicht gehört die Prävention da rein. Und noch, ich will noch mal an das erinnern, was Herr Lauterbach vorhin gesagt hat. Prädiabetes, hat er gesagt, ist ein Risiko. Wir haben in Deutschland ungefähr 13 Millionen nach RKI-Daten, 13 Millionen Menschen mit einem Prädiabetes. So, und wenn ich jetzt einen Prädiabetes habe, was passiert denn dann? Weiß ich das? Weiß der Einzelne das? Weiß er, was er dann machen kann? In welchem strukturierten Prozess ist er dann? Wird er dann begleitet? Ich wäre sehr dafür, dass man Hochrisikopatienten mit Prädiabetes zum Beispiel begleitet, coacht. Da gibt es eine wunderbare Untersuchung vom IGES-Institut hier in Berlin, die klar gezeigt haben, das rechnet sich auch kostenmäßig. Aber gerade bei den Menschen müssen wir was machen. Wir kümmern uns zu wenig um die Menschen, die ein erhöhtes Risiko, nochmal, ich muss nochmal betonen, Typ 2, wir reden von Typ 2, ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Typ 2-Diabetes haben. Abschlussrunde, Herr Mundstadt.
zwei Maßnahmen, die jetzt ganz wichtig und ganz dringend auf den Zettel gehören, womit Sie sagen, das ist die Konsequenz, die Lehre, die wir aus Covid-19 als Zwischenfazit jetzt ziehen müssen, mit Blick auf diese berühmte Kurve zu brechen. Ganz kurz in einem Satz. Ganz klar meine Botschaften: Kampf gegen Zucker auf allen Ebenen, ist ja auch hier angesprochen worden. Wir brauchen weniger Zucker in allen Bereichen, da müssen wir ran. Und aus meiner Sicht als Berichterstatter für den Bereich, ich glaube, wir brauchen nach den eher positiven Erfahrungen der nationalen Diabetes-Strategie auch eine Adipositas-Strategie. Beide Krankheiten, beide Volkskrankheiten stehen so nah beieinander, kommunizieren so intensiv miteinander, dass wir da eine weitere Strategie brauchen, die dann weniger Gesundheitsversorgungsaspekte hat, sondern mehr Vorbeugung, Ernährung, dass wir dort ressortübergreifend die Dinge intensiver angehen können in einem nächsten Bundestag. Professor Danne. Ja, ich denke, wir müssen uns auf die Kinder und die Jugendlichen konzentrieren, die jetzt besonders unter Covid gelitten haben mit Übergewicht und sozialen Störungen aller Art. Da können wir auch, und da komme ich zu den digitalen Angeboten, sollten auch auf digitale Angebote gehen, weil das Kinder besonders gut können. Wir haben gerade den Posterpreis der Deutschen Diabetesgesellschaft gewonnen, dass man letztendlich auch Adipositas-Schulung digital machen kann. Frau Kappert-Gunther. In der Behandlung der medizinischen Versorgung mehr Individualität. Und dazu gehört auch Videosprechstunde, insbesondere auch von der Pflege im Übrigen. Und aber in den Lebenswelten mehr Verhältnisprävention. Danke. Herr Swoboda. Ich möchte mich gern Professor Danne anschließen. Also die Kleinsten, die sollte man jetzt besonders im Blick haben, denn die Vorbeugung ist für mich immer noch die beste, also die Verhinderung der Erkrankung. Damit macht man eigentlich alles richtig. Und der zweite Punkt: den Rückenwind, den wir jetzt in der Digitalisierung erfahren haben in den letzten 15 Monaten, ist einer der ganz wenigen positiven Effekte aus Covid, den sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und Digitalisierung ist ja viel mehr als nur eine Telesprechstunde, Videosprechstunde. Man hat ja heute unbegrenzte Möglichkeiten, da muss viel mehr der Zentrumsgedanke, Spezialisten mit dazu, Nutzung von Vitaldaten, also datenschutzkonforme Nutzung von Vitaldaten, da kann man Versorgung wirklich optimieren. Und das Witzige ist, die Technik und die Gerätschaften gibt es ja alle schon. Man muss es nur zusammenführen und dann sollte es genauso schnell weitergehen, wie es jetzt war die letzten Monate. Herr Krüger. Wir brauchen eine effektive Primärprävention als Verhaltens- und Verhältnisprävention. Wir brauchen einen Ausbau der Digitalisierung, die Menschen mitnimmt und sie einfach besser versorgt. Entscheidend ist die bessere Versorgung. Und der dritte Punkt ist, wir brauchen die individualisierte Versorgung, sowohl was Ernährung, was Bewegung angeht, was auch die Therapie angeht, immer auf der Grundlage einer Evidenz. Aber es muss den einzelnen Menschen abholen. So bleibt er nur auch dauerhaft dabei, sowohl in der Primärprävention wie nachher auch in der Therapie. Frau Kappert-Gunther, meine Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Runde. Wir halten fest, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Weg vom Reparaturbetrieb hin zu mehr Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung. Und einige Schritte haben wir dazu heute diskutiert, mit Steuerentlastungen für die Dinge, die gut sind, und Steuererhöhungen für die Dinge, die nachweislich schlecht sind. Muss man schauen, Salzsteuer, Zuckersteuer, muss man sehen, wir brauchen die Bewegung, den Aspekt jede Woche halt auch auf, gerade in den Schulunterrichten auf Bewegung zu setzen. Und wir brauchen natürlich auch sowas wie eine Kennzeichnungspflicht und schließlich das Werbeverbot für schadhafte Lebensmittel, dass so etwas natürlich auch auf die Agenda gehört. Bei Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank. Bei Ihnen draußen an den Bildschirmen, an den Devices und so weiter und so fort danke ich Ihnen für Ihr Interesse an dieser dritten Halbzeit. Und ich glaube, wir sind pünktlich, haben jetzt pünktlich Feierabend. Jetzt geht's live Fußball, nicht hier, aber dann im Fernsehen. Ich danke Ihnen allen und sage Ihnen herzlichen Dank. Bis dann.